Hallo und herzlich willkommen zu einem Etsy Shop Update, wenn man so möchte. Also ich habe ja bereits sämtliche Tracker und Spar-Challenges, die ich benutze, in Tracker-Variante in oder auf Etsy zur Verfügung gestellt. Das sind ja momentan im Set diese drei Tracker, also die ausgedruckte Variante. Die PDF findet ihr einzeln. Das ist ja einmal die 5-Euro-Schein-Spar-Challenge, die 10-Euro-Schein-Spar-Challenge und die 52-Weeks-Challenge. Dabei steht einem natürlich frei, ob man das Ganze in bar bespart oder natürlich kann man das theoretisch auch digital machen, gerade auch mit den Pockets von Vivid. Dann kann man sich dann einfach die Pockets so benennen und das Ganze dann einfach nochmal mit den Trackern visualisieren, wie man möchte. Bei der 52 Weeks Challenge bin ich allerdings oder ich habe das Ganze ja schon aufgeweicht für mich, dass ich das nicht nach der Reihenfolge mache. Also in der ersten Woche 1 Euro, in der zweiten Woche 2 Euro, in der 52. Woche 52 Euro, die ich mir zur Seite lege. Denn in der Regel bekommt man ja nur einmal im Monat Geld. Und das ist dann ein bisschen schwierig, dann entsprechend der zweiten, dritten und vierten Woche im Monat dann da noch was zur Seite zu legen. Ich habe das ja für mich schon aufgeweicht, dass ich das, dass ich die Nummern einfach durcheinander bespare, wie es mir gerade passt. Und dann ist mir aber die Idee gekommen, wieso das Ganze nicht blanko gestalten. Also die Felder freizulassen und entweder man könnte das Ganze rückwirkend ausfüllen, wie viel habe ich geschafft in der ersten Woche zu sparen, in der zweiten Woche zu sparen und so weiter, dass man das Ganze dann am Ende zusammenrechnet und schaut, was kommt dabei raus. Oder man füllt die Felder von vornherein aus mit Zahlen, wo man weiß, die schaffe ich oder die schaffe ich mit immenser Anstrengung. Je nachdem, dann kann man den Schweregrad der Herausforderung noch ein bisschen anpassen. Man könnte jetzt auch sagen, ich möchte in jeder Woche den gleichen Betrag zurücklegen und habe dann am Ende Summe X gespart. Und das Schöne an diesen Gläsern finde ich auch, sollte man in einer Woche oder man rennt schon ein bisschen vor und hat schon die Hälfte des nächsten Topfes zusammen, dann kann man die Gläser auch schön zum Beispiel bis zur Hälfte oder so ausmalen. Da dachte ich, ist man in der Gestaltung ein bisschen flexibler. Grundsätzlich habe ich die neuen Tracker in zwei Farben gestaltet, also rosa, Schrägstrich, rot und grün. So kann man da auch nochmal ein bisschen sich dem eigenen Farbschema ein bisschen anpassen, also je nachdem, was einem da zusagt. Und ganz wichtig, ich habe natürlich auch beides zur Verfügung gestellt, also sowohl den ausgedruckten Tracker und das Ganze in PDF. Und gerade auch das mit den Gläsern, was man da selber gestalten kann, habe ich das Ganze auch noch für 12 Monate gestaltet. Kann man ebenfalls vorlaufend, dass man sagt, ich möchte im Jahr 5.000 Euro sparen, ich möchte 2.000 Euro sparen und dafür lege ich mir in dem und dem und dem Monat so und so viel zur Seite. Oder man trackt das Ganze dann rückwirkend. Ich habe im Januar geschafft, 200 Euro zu sparen. Im Februar, weil irgendetwas fällig gewesen ist, habe ich nur 50 Euro zur Seite gelegt und so weiter. Das kann man dann gestalten, wie man möchte. Und auch hier wieder zwei verschiedene Farbschemen, woraus ihr euch da was aussuchen möchtet oder könnt, falls ihr möchtet. Das wollte ich sagen. Natürlich habe ich die bestehenden Tracker für die Taschen. Also wenn ihr die Thinking Funds zu Hause habt und oder irgendwelche Sparziele zu Hause bespart, biete ich ja auch die Tracker in ausgedruckter Variante an, die ja passend für die A6-Taschen sind, also diese Zipper-Taschen. Das gilt auch für alle anderen Tracker. Also die sind sowohl in PDF, gibt es die in drei verschiedenen Größen und die Tracker in ausgedruckter Variante sind alle so groß, dass die in diese Taschen passen. Und diese und natürlich die vorangegangenen Challenges habe ich immer noch im Etsy-Shop. Wundert euch nur nicht, ich habe die Bilder geändert. Also ich habe noch neue Bilder gemacht und hinzugefügt und das Startbild geändert. Aber die sind weiterhin trotzdem zur Verfügung in allen Varianten. Dann habe ich noch eine 20-Euro-Challenge gebastelt, ebenfalls wieder in zwei verschiedenen Farben. Ende oder Sparziel sind 1.000 Euro. Das heißt, hier könnte man dann auch jeden Monat, jede Woche, je nachdem, wie ihr da
Möglichkeiten habt, beziehungsweise was so eure Herausforderung ist, eure eigene Herausforderung, die Kästchen ausmalen oder ihr sagt, wenn ich den Keller ausmiste, wenn ich irgendwo noch einen Nebenjob mache oder und ich habe 20 Euro voll, dann lege ich mir dann die nächsten vollen 20 Euro dann zur Seite und am Ende habe ich dann 1000 Euro zusammen. Und das Gleiche beziehungsweise ähnlich habe ich auch noch mit 25 Euro ähnliches beziehungsweise genau gleiches Sparziel mit 1000 Euro. Also am Ende sind dann 1000 Euro zusammen. Wie ihr das gestaltet, da seid ihr dann frei. Aber ich dachte, das gibt nochmal ein bisschen mehr Individualität und mehr Auswahlmöglichkeit, dass man da einfach ein bisschen flexibler ist, das Ganze zu gestalten und sich da so die eigenen Ziele zu stecken. Das war die Katze. Ich persönlich bin ja momentan noch bei der 52 Weeks Challenge und der 10-Euro-Schein Challenge, wobei die 10 Euro im Moment ein bisschen haken. Bei der 52 Weeks Challenge sieht es eigentlich aktuell ganz gut aus und wenn die abgeschlossen ist, dann muss ich mir ja auch noch wieder eine neue überlegen. Da weiß ich noch nicht, welche ich mir davon aussuche. Ich liebäugel tatsächlich mit der 25 Euro Challenge, da muss ich mir dann mal was überlegen, wie genau ich die gestalte und dann das Ziel von den 1000 Euro dann zu erreichen. Wie sieht bei euch aktuell der Stand der Dinge aus? Habt ihr schon eine der Challenges gemacht in bar und oder digital? Und wenn ja, wie weit seid ihr oder seid ihr vielleicht sogar schon fertig? Schreibt mir das sehr gerne mal unten in die Kommentare. Falls ihr noch irgendwie Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt mir das ebenfalls sehr gerne in die Kommentare und dann schaue ich, ob und wie ich die und wann ich die umsetze. Ich habe noch einen Rabattcode für eine Bestellung ab 5 Euro. Also wenn ihr für 5 Euro bei Etsy bei mir einkauft, dann bekommt ihr 10% Rabatt. Natürlich, wenn umso mehr ihr einkauft, also wenn ihr für 10 Euro einkauft, gibt es dann 1 Euro und so weiter. Also das ist jetzt nicht irgendwie gebremst, aber es gilt ab 5 Euro. Der Code dafür heißt Danke10, also Danke groß geschrieben und dann noch die 10 dahinter. Ich verlinke euch das aber auch alles unten in der Infobox. Falls ihr da noch Inspiration braucht und oder neue Tracker, wie gesagt, sowohl im PDF, dass ihr euch das Ganze selber ausdrucken könnt. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwie buntes Papier, wo ihr das draufdrucken möchtet oder vielleicht sogar noch dickeres oder ihr sagt, ach, das dünne Papier, das reicht mir, ich brauche jetzt nicht unbedingt dickes Papier, dann seid ihr da natürlich frei, euch das selbst zu gestalten. Und in der PDF-Variante der einzelnen Tracker habt ihr auch drei verschiedene Größen zur Verfügung, also A4, A5 und A6. Hier die Tracker sind jetzt Größe A6, sodass die dann einfach in die Zippertaschen passen oder man die Möglichkeit hat, sie mit den Zippertaschen zu benutzen. Das finde ich persönlich immer ganz wichtig, dass wenn man sich dann da ein Sparziel setzt und das Ganze vielleicht sogar zu Hause besparen möchte, dass das Ganze hier reinpasst und man dann hier nochmal visualisieren kann, wie weit man ist. Ich hoffe, ich kann euch damit noch ein bisschen motivieren und weiterhelfen. Und falls ihr euch grundsätzlich für die Themen Geld verdienen, Geld sparen und natürlich Geld investieren interessiert, dann würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ist ja schließlich auch gratis. Und ansonsten, egal ob mit oder ohne Abo, freue ich mich natürlich, wenn ihr bei meinem nächsten Video wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut!